Ja, die Elektrifizierung wird natürlich auch immer größer und das war auch wieder ein Wunsch von euch, sowas mal wieder zu zeigen. Und hier habe ich einen Klassiker und zwar ein Klassiker elektrisch. Ne? Also der Südwind ist ja wirklich, finde ich, von Knaus schon ein wirklicher Klassiker, denn gibt es schon ewig den Südwind und hier halt, wie gesagt, das Ganze voll elektrisch. Wir rennen einfach mal drumherum und gucken uns das mal von außen an. Sehr schön mit dem Heck jetzt hier hinten, mit den Fenstern so leicht schräg das Ganze abgesetzt. Ja, aufgesetzte Fenster und ja, schönes Dekor, schönes Design, ganz ehrlich, sieht schick aus. Gaskasten sieht total crazy aus, weil man sieht halt nicht das Typische. Normalerweise stehen da vorne die Gasflaschen drin. Hier halt nichts, ne? Weil 100% elektrisch das Ganze. Wir haben hier ein großes Staufach, weil wir haben hier drinne Einzelbetten längst und da haben wir halt hier nochmal unter jedem Bett so ein bisschen Stauraum. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wo liegt das Ganze preislich? Das ist ziemlich interessant, weil man denkt natürlich jetzt, okay, elektrisch, ne, bei den Elektromobilität denkt man, okay, ist automatisch direkt teurer. Das ist hier gar nicht so. Also muss man ganz ehrlich sagen, wir haben hier 60 Jahre Knaus, ne, Südwind, 460 EU, 23er Modell, Grundpreis 27.899 und das hier ausgestellte Fahrzeug 30.947 Euro. Ganz ehrlich, das ist nicht mehr, was andere Fahrzeuge heutzutage auch kosten. Und ja, gehen wir mal rein. Ich finde schon mal sehr schön dieses 60 Jahre Knaus da drauf. Das sieht sehr, sehr schick aus. Ich schwenke einfach mal einmal ganz langsam durch das Fahrzeug und dann gehen wir mal von Anfang bis Ende durchs Fahrzeug durch. Wir haben hier eine schöne, schöne Sitzgruppe, face to face, schön mit den Dachschrankklappen einmal oben rum. Hier oben nochmal Ablagefläche. Was ich sehr interessant finde, ist, sie haben dann direkt hier oben noch Steckdosen rein. Das heißt, du könntest auch mal Laptop da oben reinlegen zum Laden, hast dann Platz. Das sind so Feinheiten direkt schon. Hier nochmal ein Fach mit Unterteilung. Das hat auch nicht jeder mit diesen Zwischenböden. Hier dasselbe komplett, hat sich dann hier einmal durchgezogen. Und aber das Coole ist halt, man kann die wirklich bis in die letzte Ecke das Ganze nutzen. Also das auch schön hier mit dem Soft Close. Fernsehhalter finde ich super, weil man kann es halt drehen, dass man auch vom Bett aus noch Fernseh gucken kann. Das macht auf jeden Fall Sinn. Gemütliche Sitzgruppe. Hier oben nochmal Lampen mit USB-Anschluss. Direkt Lautsprecher mit verbaut. Hier haben wir einmal eine. Was ist das? Stecken. Ach so, hier kannst du das Fahrzeug umschalten für die Landstromgeschichte. Wahrscheinlich. Ich vermute es jetzt einfach. 10 Ampere und 16 Ampere, dass man wie so eine Landstrombegrenzung hat. Hier unten drunter Ladegeschichte und sowas. Ne, ist halt alles mit der Elektrik hier drinnen. Hier haben wir den Küchenblock. Direkt, wenn man zur Tür reinkommt, rechts. Schönes tiefes Spülbecken, ein wirklich tiefes Spülbecken. Ich finde jetzt diese Chromoptik ist ja auch wieder, ja, gutes Geschmackssache, ne? Hätte ein bisschen Angst, dass das zu schnell zerkratzt. Würde mich mal interessieren, wer von euch hat so ein Spülbecken? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Seid ihr damit zufrieden? Zerkratzt sowas schnell? Da bin ich mal auf Antworten gespannt. Auf jeden Fall ein schöner Wasserhahn, drehbar, wichtig. Ja, Schubladen. Ja, das funktioniert auch alles. Man hat viel Platz, ne? Da hat man auf jeden Fall Staufläche ausreichend. Dann haben wir den Dometic-Kühlschrank. Dieser nur mit dem einen Anschlag, so viel ich jetzt weiß, genau, ne? Aber auch da Platz genug. Klar, kein Gas. Induktionskochfeld mit zwei Feldern. Das sieht spannend aus hier. Der Duschvorhang sieht ja lustig aus. Banktoilette, wie gesagt, das Ganze hier mit Dusche, also Duschvorbereitung direkt drinne, Duschkabine. Hier oben auch wieder obligatorisch der Handtuchhalter. Schön finde ich natürlich, dass du direkt oben die Dachluke drüber hast. Dann kann man auch mal lüften. Ich meine, Duschen hier drinne ist schon anspruchsvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Geile ist, es ist ja wenigstens theoretisch möglich. Also wenn man mal Not hätte, wäre das machbar. Wie gesagt, wir haben Einzelbetten längst. Das Ganze kann natürlich, deswegen liegt hier das Kissen,
hier ausgezogen werden und dann zu einer großen Liegewiese umgebaut werden. Auch hier wieder viele, viele Schränke, viel, viel Platz, jede Menge Ablagemöglichkeiten, ne? Nochmal hier oben drinne. Also da hat man auf jeden Fall Platz genug. Hier nochmal ein Schrank, direkt hier zum Ausziehen, viel mal was aufzuhängen, reinschieben, fertig das Ganze. Ah, Schulter. So, ja, wie gesagt, kleines Fahrzeug, kompaktes Fahrzeug, voll elektrisch, Knaus Südwind. Ich finde es einfach schön, dass man auch diese Klassiker vom Namen wenigstens nicht rausnimmt und dann, nur weil es jetzt elektrisch ist, komplett umbenennt. Finde ich eine sehr coole Geschichte, weil ja, andere würden wahrscheinlich dem ganzen Kind einen neuen Namen geben. So hat man aber einfach diesen Klassiker behalten und den einfach nur aufs nächste Level der Evolution gehoben, würde ich mal sagen. Ihr Lieben, haltet mich doch mal bitte auf dem Laufenden und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von voll elektrischen Wohnwagen haltet. Weil, wie gesagt, das Thema Elektromobilität kommt immer größer. Unser guter Freund Andrew Ditten, schaut bei dem mal nach. Der fährt mittlerweile mit Wohnwagen und E-Auto und der kommt aus England hier rüber, und also von der Insel, und der ist bis hierhin zum Caravan-Salon gefahren, rein elektrisch, und ja, wie gesagt, schaut bei dem gerne mal auf dem Kanal vorbei. Sehr spannende Geschichte, und ja, wie gesagt, haltet mich mal auf dem Laufenden und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Thema Elektromobilität und Camping haltet. Also ihr Lieben, macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao.